Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tony Hawk Pro Skater Video. Ja, und in diesem Video möchte ich noch einmal auf die Anfängertipps eingehen. Ich weiß, das erste Video kam überhaupt nicht gut an. Also ich sag mal, so eine 50-50 Sache ist das. Ich habe da echt viele Dislikes drauf und auch teilweise Kritik. Und ja, natürlich berechtigt. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut. Im Prinzip habe ich einfach nur mal da so ein paar Kombos gezeigt. Ich bin gar nicht auf einzelne Sachen eingegangen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ihr würdet euch wünschen, ich mach mal dies, ich mach mal das. Und das will ich in diesem Video jetzt auch tun. Ich gehe mal auf die Sprünge ein, auf die Landungen. Wie setzt man Kombos ein? Wie macht man dies? Wie macht man das? Also ich gehe einfach mal drauf ein und dafür starte ich einfach mal das Level. Und als allererstes zeige ich euch natürlich, wie ihr richtig landet. Ich muss mal gerade schauen, ob die Mods aus sind. So, alles klar, die Mods sind aus. Dann machen wir jetzt mal so und da fliegt man natürlich hin. Ist ja logisch. Wenn ihr schräg mit dem Board aufkommt, ist das mehr als logisch. Oder ihr geht nicht aus dem Trick raus, ist logisch, dass ihr auf jeden Fall nicht landet. Wenn ihr einen Trick macht, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr gerade landet und den Trick rechtzeitig aufhört. Und sowas hier zum Beispiel, Moment. Sowas hier zum Beispiel, das braucht natürlich ein bisschen an Übung. Ne? Und wenn man es falsch macht, seht ihr, guck mal, eine 50.000er Kombo natürlich hingeflogen. Viele haben mich gefragt, wie mache ich das, dass ich hier die Tricks ändere. Und da habt ihr gesehen, 19.000. Und den hier zum Beispiel, also ich fahre ganz normal hoch, ich drücke dann Dreieck, dass er das macht. Und dann, ja, dann mache ich im Prinzip eigentlich nichts anderes, außer die Balance zu halten mit links-rechts. Und ich kombiniere Dreieck und Kreis ist ein Trick, Viereck und Dreieck gleichzeitig ist ein Trick und dann natürlich Viereck und Kreis ist noch einer. Und wenn ihr die drei hin und her kombiniert, dann, oder im Prinzip einfach, ihr haltet einfach euren Zeigefinger, euren Mittelfinger und euren Ringfinger auf die drei Tasten und dann ist das auf jeden Fall machbar. So, jetzt warte mal, jetzt wollen wir mal einen landen. So, jetzt habe ich einen gelandet mit 41.000, ihr habt das gesehen. Ne? Also, ist auf jeden Fall machbar. So, wenn er nach vorne geht, Tricks aufhören. Ne? Also, lieber ein Trick zu wenig als ein zu viel und dann fliegt man hin. Ne? So, jetzt aufhören und wieder was gelandet. So, ihr könnt ihr sehen, schon 131.000, ohne dass man jetzt überhaupt das Level großartig gestartet hat. Aber ich muss natürlich dazu sagen, dass meine Balance jetzt sehr hoch ist. Ne? Ich habe das Spiel natürlich jetzt schon durch. Dadurch konnte ich den Skater natürlich skillen. Da gehe ich auch gleich drauf ein. Und jetzt habe ich einmal zu lang gemacht und dann bin ich natürlich hingeflogen, was auch auf jeden Fall logisch ist. Aber jetzt fahren wir mal nach unten und dann zeige ich mal, wie das ein oder andere funktioniert. In dem ersten Video habe ich im Prinzip nichts weiter gemacht als das hier. Ich gehe mal kurz drauf ein. So, da habe ich eigentlich nur den gemacht. So. Ja, also mehr habe ich da eigentlich nicht gemacht. Und habt ihr gefragt, wie das geht, wie ich das gemacht habe. So, als erstes jetzt mal zeige ich euch den hier. Moment, wie heißt der? Der heißt Wallplant, genau. Den Wallplant. Habt ihr mich gefragt, wie ich das gemacht habe? Das ist eigentlich total einfach. Ihr spammt einfach X. Ihr haltet X gedrückt für den Sprung. Und dann spammt ihr nochmal X an der Wand. Also im Prinzip, Spam braucht man gar nicht, aber ne, zack, man kann auch einmal drücken. Also ich weiß nicht, ob man das hört. Moment. So, ich habe einmal gedrückt für Springen und einmal gedrückt von der Wand ab. Aber wenn ihr sicher sein wollt, könnt ihr auch Spam. Und dann funktioniert das ganz easy. Und wenn ihr den hier machen wollt, dann müsst ihr natürlich den Trick machen und wieder ganz schnell Dreieck, Springen, Dreieck, wieder Springen. Und so, hingeflogen, ist aber nicht schlimm. Im Prinzip wisst ihr jetzt, wie man einen Wallplant macht. Also einfach abspringen, Trick machen, wieder Dreieck. So, Gleichgewicht halten, Trick machen, Dreieck und springen. Ne? Genau, und immer wieder Dreieck und dann abspringen, Trick machen. Genau, und so funktioniert das Ganze. Natürlich habe ich dann in der Aufnahme dafür gesorgt, dass ich eine guten Trick da habe, also eine gute Combo. So, man kann auch mit Kreis natürlich kombinieren. So, das war jetzt ein Kreistrick.
und hingeflogen. 169.000 in Sand gesetzt und sogar eine Trophäe erhalten. Autsch, ihr habt gesehen, es gibt sogar eine Trophäe dafür, dass man hinfliegt. Darum sollte es gerade gar nicht gehen, aber okay. So, wenn der Lauf vorbei ist, dann geht's weiter an die nächsten Tipps. So. Dann einmal kurz zeigen, wie man landet. Das geht nämlich auch ganz easy. Man hört einfach auf und dann bleibt man stehen. Das war jetzt eine Kombo von 222.000. Challenge abgeschlossen. Habe ich auch. Guck mal, sogar ein paar Challenges. Ja, nice, nice, nice. Und dann will ich jetzt mal darauf eingehen, was in dem Spiel alles zu sammeln ist, beziehungsweise in den ganzen Leveln. Auf dem Spielstand habe ich natürlich alles durch, aber ich weiß es noch ungefähr. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr diese ganzen Sachen bekommt, genau hier, Sammlerskate, Hydranten und das alles, wenn ihr das alles sehen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mein Let's Play anschauen oder meine Komplettlösung. Da haben wir hier zum Beispiel einen Hydranten, dann fährt man runter, dann macht man hier einen Grind, springt hoch, dann haben wir da oben so ein V und so weiter und so weiter. Wir haben dann an dieser Stelle hier, wenn man hier hochfährt, ist dann zum Beispiel das geheime Tape. Und ja genau, hier macht man zum Beispiel 50-50 rüber, dann ist das ein Trick. Dann die ganzen Buchstaben, hier die ganzen Kisten, die man zerstört. Und ich muss gerade überlegen, es waren einige Fragen offen. Der Wallplant war offen, den haben wir geklärt. Dann war offen, dass ich eigentlich gar keine richtigen Anfängertipps gegeben habe. Habt ihr vollkommen recht mit. Ich entschuldige mich auch auf jeden Fall nochmal für das Video. Das war wirklich sehr informativsfrei. Nein, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Uninformativ. Also, ihr habt dadurch nichts gelernt durch das erste Video. Ich hoffe, durch dieses Video hier könnt ihr jetzt ein bisschen lernen. Ihr könnt natürlich auch hohe Punkte erzielen, indem ihr Kombos macht, indem ihr nicht nur das hier macht. Also, ihr könnt das natürlich auch anders machen, aber es gibt natürlich da Leute, die haben es richtig drauf. Also, die fangen hier an und die eskalieren richtig. Die machen hier dann zack, so und dann machen sie den hier und dann weiß ich nicht und dann keine Ahnung. Also ihr habt gesehen, 30.000, so kann man natürlich auch Kombos machen. Ist schwer, muss man natürlich wirklich, wirklich üben. Also ich habe euch jetzt das hier erklärt. Genau. Zack, aufhören, 23.000, sehr nice. Geht natürlich besser, aber trotzdem nicht schlecht. Dann zeige ich euch jetzt im nächsten Lauf, wie man richtig abspringt. So, wenn ihr jetzt über ein Hindernis wollt und das ist nicht so schräg wie dieses hier und ihr kommt da nicht rüber, zum Beispiel hier, ihr wollt hier rüber springen, hier und ihr springt und er springt einfach hoch. Das ist natürlich dann so nicht gewollt. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr springt, kurz bevor ihr springt oder vorher schon, das Steuerkreuz nach vorne drücken oder halten. Ihr haltet nach vorne und dann springt ihr darüber. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder ihr nehmt den Analog, geht natürlich auch. Und dann seid ihr hier rüber gesprungen. Hier jetzt Dreieck, wenn ihr jetzt einen Kickflip macht, oben, unten ist zum Beispiel ein Manual, genau. Wenn ihr ganz schnell nach oben und unten drückt, dann macht ihr so ein Manual, also so ein Manual. Ne? Und wenn der kurz fast vorbei ist, dann hört ihr einfach auf. Oder ihr macht es so, ihr springt, macht ein Manual, macht einen Trick und macht noch einen. Macht einen Trick und macht noch einen. Also ihr könnt natürlich auch auf dem Boden Tricks machen. Aber je länger ihr das macht, desto schwerer werden die natürlich. Da habt ihr gesehen, da habe ich eine Combo erreicht. Und dann habt ihr im Prinzip auch das Springen gelernt. Genau, dann gibt es natürlich Tricks, die sehen so aus. Woher soll man wissen, wann man loslässt? Im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr lasst los, wenn das Board wieder in Richtung des Bodens ist. Bei diesem Trick hier. Das war für mich auch vorher total schwierig. Und bei dem hier, warte, nein, Moment, ich habe da noch einen Trick. Nee, dann war das nicht der, dann war das der schräg oben rechts. Genau der. So, hingeflogen. Wann muss ich das Board los? Also wann muss ich aufhören, den Trick zu machen? Und bei dem Trick ist das ein bisschen tricky. Ihr müsst aufhören, wenn das Board schräg zu der Rail ist. Also im Prinzip so und dann landet ihr richtig. Ja, also ihr macht den Trick hier, so und dann landet ihr richtig. Das ist der einzige Trick, den ihr am Anfang habt, bei dem ihr wirklich schief landen müsst. Ja, also so und dann landet ihr gerade. Wenn ihr jetzt so macht und denkt, so, jetzt ist das Board gerade, dann fliegt ihr auf jeden Fall hin. Und ich hoffe, dass dieses Video euch wirklich geholfen hat. So, komm, hier jetzt zum Abschluss nochmal die Combo, die ich in dem ersten Video gezeigt habe. Okay, hat nicht geklappt, aber ihr wisst auf jeden Fall jetzt, worum es geht. Ihr wisst, wie man Tricks macht, ihr wisst, wie man von der Wand abspringt, ihr wisst jetzt, wie man kombiniert. Ihr wisst jetzt, wie man ein Manual ausführt und wisst, wie man von den Rails abspringt, wie man landet. Ich
hoffe einfach, dass dieses Video euch jetzt mehr gefallen hat und euch wirklich weitergeholfen hat. Es tut mir leid, das erste Video war wirklich blöd. Da war aber auch noch zu meiner Verteidigung das Spiel noch gar nicht draußen. Ich habe das mit der Demo gemacht, weil ich gehofft habe, dass es den ein oder anderen helfen könnte, wenn das Spiel raus ist. Ich konnte da ja die ganzen Sachen noch gar nicht zeigen. Ich konnte das versteckte Tape und das alles noch gar nicht zeigen. Aber ihr habt schon recht, ne? Deswegen jetzt dieses Video. Das andere vergesst einfach. Schaut euch das hier an, wenn ihr Tipps braucht. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Mach die Glocke an, dann verpasst du nichts mehr. Folgt mir noch auf Instagram und Twitch, dann hast du es voll. Kannst du mal dabei sein, wenn ich live bin. Und ansonsten war es das jetzt erstmal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno.